Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Schwarzelühr-Sutter und sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer Jahrestagung Rohstoffwende 2049. Was verbirgt sich dahinter? 2049 zeigt ja einen Blick in die Zukunft, aber Dinge, die wir heute in Arbeit nehmen müssen, die wir heute anpacken müssen. Wir haben beim Öko-Institut ja eine sehr große Bandbreite an Erfahrungen mit den verschiedensten Techniken, mit den verschiedenen Sachverhalten in verschiedenen Industriezweigen, mit Fragen der Nachhaltigkeit und sind immer wieder in den vergangenen Jahren das Thema Rohstoff hier, das Thema Rohstoff dort untergekommen. Und dann haben wir gesagt, es ist eigentlich notwendig, dass wir eine Rohstoffpolitik für die Zukunft haben, einen Umgang mit den Rohstoffen, und haben deswegen dieses Projekt, das wir Ihnen heute vorstellen wollen, mit der Tagung mit eigenen Mitteln finanziert und durchgeführt und in dem Projekt unser Know-how in den verschiedenen technischen Fragen, in den verschiedenen wirtschaftlichen Fragen, in dem, was wir in vielen Jahren Kontakten mit Industrie aller Art gelernt haben, über die industriellen Notwendigkeiten, auch über die Art, wie dort gedacht wird, über die vielen Jahre Kontakte mit den Umweltverbänden und anderen, die für Nachhaltigkeit aktiv sind, was dort die Notwendigkeiten sind. Und wir haben eben dann beschlossen, Rohstoff muss integraler angepackt werden. Es geht natürlich nicht so, dass man sagt, eine Tonne Rohstoff ist gleich eine Tonne Rohstoff, egal was, sondern man muss da schon sehr genau differenzieren. Es gibt Massenrohstoffe, bei denen wir viele hunderttausend Tonnen, wenn nicht sogar Millionen Tonnen durchsetzen. Beispiele sind Kies, Zement, die Grundmetalle, ob das jetzt Kupfer, Stahl oder Aluminium ist, eine ganze Menge anderer Stoffe. Wir haben auf der anderen Seite Stoffe, die in wenigen Mengen, also deutlich unter 100.000 Tonnen pro Jahr in Deutschland durchgesetzt werden, die aber auch wichtig sind für unsere industrielle Produktion, teilweise sogar Schlüsselelemente sind, auf der anderen Seite entweder hier oder dort, wo sie gewonnen werden oder rezykliert werden, auch Nachhaltigkeitsprobleme aufwerfen. Das heißt, wir bewegen uns in einem Feld, es geht nicht ohne Rohstoffe, da müssten wir sogar vor die Steinzeit zurück, weil Steine hatten die auch schon in der Arbeit. Wir sind eine Industriegesellschaft, die nachhaltig oder immer nachhaltiger werden will und werden muss, damit es verträglich ist für die Umwelt und für uns Menschen. Das heißt, es geht jetzt darum, wie kann man in einer längeren Frist dazu kommen, dass wir eine nachhaltige Rohstoffwirtschaft bekommen. Wir haben es im Projekt herausgearbeitet, das werden wir heute auch präsentieren. Es ist wichtig aus unserer Sicht, dass erkannt wird bei allen Playern, sei es jetzt Politik, sei es die entsprechende Industrie, sei es die Umweltverbände, dass wir uns Ziele stecken müssen, weil ohne Ziele weiß man ja oft gar nicht, wohin man sich entwickeln soll, dass man Wege finden muss, diese Ziele umzusetzen. Da geht es um politische Festlegungen, es geht aber auch um eine ganze Menge technischer, wirtschaftlicher Festlegungen, weil es muss ja auch rentabel sein und es muss verträglich sein für all die Spieler, die mit dabei sind. Und dort haben wir eine Menge herausgearbeitet, das wollen wir Ihnen heute präsentieren. Wir haben das Format der Tagung bewusst so gewählt, dass wir lange Zeit zum Diskutieren haben, denn wir haben das Interesse gesehen bei den Anmeldungen, haben auch gesehen, dass alle, die wir ansprechen wollten, von Umweltverbänden über Politik und Verwaltung bis hin zur Industrie sich auch angemeldet haben, auch teilnehmen wollen. Wir wollen auf jeden Fall eine
interessante Diskussion heute haben. Ich glaube, das bekommen wir auch hin, wenn Sie sind wahrscheinlich auch deswegen gekommen, zumindest habe ich es von der ganzen Reihe von Besuchern heute Morgen schon gehört, dass Sie auf interessante Diskussionen, interessante Erkenntnisse aus sind. Insofern hoffen wir, dass wir das mit dem Format, das jetzt nicht bombardieren mit Vorträgen sein soll, sondern eben Diskussionen heute Morgen in den Workshops, in den dreien heute Nachmittag und in der Abschlussdiskussion, dass es da möglich ist, die Fragen alle zu beleuchten, zu diskutieren und gucken, wie sich es weiterentwickeln kann. Es gibt noch einen kleinen Anlass, warum wir das hier machen. Unser erstes Berliner Büro war in diesem Haus 1991, vor 25 Jahren. Insofern haben wir in Berlin einen kleinen Bogen geschlagen und sind jetzt wieder zurück mit der Veranstaltung auf diesem Grundstück, um es so zu sagen. Deswegen haben wir das gewählt. Jetzt möchte ich überleiten zu Frau Staatssekretärin Schwarze-Lührs-Hutter. Sie sind ja jetzt seit 2013 Staatssekretärin im BMUB. Und BMUB ist ja auch in der Rohstofffrage spannend. Es gibt da Nachhaltigkeitsaspekte, aber Sie haben ja seit dieser Legislatur auch die Bauabteilungen dabei, das heißt im eigenen Haus die unterschiedlichen Spieler und im eigenen Haus möglicherweise auch umgekehrt die Möglichkeiten, Dinge auch abzustimmen, so dass sie dann umgesetzt werden können zwischen den verschiedenen Teilspielern innerhalb des Hauses. Sie haben ja Wirtschaft diskutiert, sind Diplom-Betriebswirtin, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, und Lizentiatin der Wirtschaftswissenschaften. Also auch da voll in dem Thema, das natürlich alle berührt. Rohstoffe sind ein guter Teil der Wirtschaft. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, dass Sie die Eröffnung, die Inhalte zu uns bringen wollen in der Eröffnung. Ich überlasse Ihnen jetzt die Bühne und kündige gleich an, dass mein Kollege Rainer Grieshammer dann nach Ihnen die Moderation weiter übernimmt. Vielen Dank.